Ich habe gemerkt, dort, wo gearbeitet wird, dort passieren Fehler. Aber das ist gestiegen und gestiegen bis auf 1,5 Meter im Keller das Wasser. Ein Pferd hat meine Stute getreten. Und die Frau, die sie mir hielt, ist hingefallen und hat sich das Handgelenk gebrochen. Wir sind letztes Jahr recht stark von diesem Unwetter getroffen worden. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in den Bungalows Wurzeln, die das Wasser in den Leitungen blockierten. Wir haben mit dem Schlamm und allem drum und dran sicher 10 Tage Wasser eigentlich in der Firma gehabt, die wir nicht herausbringen konnten. Wir haben um 6 Uhr beim Kunden eine Maschine eingerichtet. Die andere Maschine, die wir geliefert haben, die nicht von uns war, war kaputt. Ob es das eine grosse Zugskollision sei, tragisch mit Verletzten, oder ob es nur eine kleine Sache ist, dass irgendeiner ein Snowboard am letzten Ort herstellt, dann fährt das Zügel drüber. Was mir am meisten aufgestellt hat, ist schon ganz am Anfang, am ersten Tag, als er ins Zimmerli kam, hat er mir gesagt, dass er sieht, dass es einen riesen Schaden gibt, wo er die ersten 20'000 Franken einzahlen könnte. Ich habe mit einem ganz netten Mann von der Versicherung das Zeug nachher angeschaut und die sind mir sehr entgegengekommen. Die ganze Geschichte eigentlich unproblematisch verlaufen ist, indem dass die Nationalversicherung das ohne grosses Aufheben erledigt hat. Herr Jean F., unser Versicherungsberater, hat den Fall sofort übernommen. Und die National hat die Kosten inklusive Hospitalisierung der Dame bezahlt. Was ich klar muss sagen, wir selber waren ein bisschen unterversichert. National hat in dem Sinn das gemacht, was sie können. Sie haben gewisse Kulanzen bewiesen und auch erwiesen. Und von dem her sind wir sehr froh, dass wir mit der National zusammenarbeiten können. Die National ist sofort für den Schaden aufgekommen und hat das Geld dann von unserem Maschinenlieferanten zurückverlangt. Innerhalb von höchstens einer Woche hatten wir ein Gutachten von der National und konnten den Schaden reparieren, sodass wir die Bungalows rasch wieder benutzen konnten. Er hat auch gesehen, dass wir ein bisschen geschafft und gewisse Sachen retten aus dem Wasser. Und das ist alles sehr, sehr unkompliziert abgelaufen. Wir sind nach 3 Monaten, dank der Unterstützung von Herrn Zimmerli und der Nationalversicherung, nach 3 Monaten haben wir hier wieder in der Matte können voll produzieren. Die Nationalversicherung ist für mich eine sehr tolle Versicherung, weil das die einzige Versicherung ist, die uns jemals Geld retourzahlt hat, ganz freiwillig. Es ist vrai que chaque fois qu'on a eu des cas avec la Nationale, on était très Wir waren mit der Abwicklung, mit dem Verständnis und mit der Betreuung der Fälle durch die National stets sehr zufrieden. Ich würde sagen, ich würde bei der Nationalversicherung auf jeden Fall bleiben. A. Und B. Würde ich jederzeit, wenn ich wieder die Möglichkeit habe, Versicherungen abzuschließen, würde ich das jederzeit machen. Ich kann sagen, die Zusammenarbeit mit der National ist hart, aber fair gewesen, und das zwar auf eine ganze, in einer ganz positiven Art. Ich bin schon seit 20 Jahren bei der National versichert. Jedes Mal, wenn ich ein Problem hatte, genügte ein Anruf und die National regelte den Fall unverzüglich. Ich bin äußerst zufrieden mit den Leistungen der Nationalversicherung. Ich bin mit der National sehr zufrieden. Oh, ich bin ganz, ganz positiv überrascht worden von dieser Versicherung, weil einfach alles so angenehm und sehr nett und freundlich und wirklich reibungslos ist über die Bühne gegangen. Jeder Schadenfall ist bis jetzt zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt worden. Und ich will eigentlich niemand anders als versichern als National.